Hallo liebe Red Dead Redemption 2 Online-Zocker, hier mal ein paar Tipps und Tricks von mir zum Pferderennen, beziehungsweise für die Leute, die auf die Trophy Überflieger hinspielen in Red Dead Redemption 2. Hier muss man dreimal bester Spieler in einer Runde mit vier oder mehr Spielern werden. Nach meiner Erfahrung heraus sind die Schießereien einfach sehr, sehr schwierig, und als nicht gerade geübter Online-Zocker hat man es hier sehr, sehr schwierig, eine Runde zu gewinnen. Ich habe mich dann persönlich an den Pferderennen probiert, habe hier deutlich bessere Erfahrungen gemacht, wie ihr in diesem Video sehen werdet. Also hier ist es aus meiner Sicht viel, viel einfacher, mal eine Runde zu gewinnen. Ich gebe euch hier mal ein paar Tipps, während die Runde läuft. Natürlich müsst ihr die Strecken einige Male spielen gegebenenfalls, damit ihr euch die Strecken vernünftig einprägen könnt. Ganz wichtig ist hier auch immer die Fässer aufzusammeln für zusätzliche Energie, damit euer Pferd nicht schlapp macht. Ich habe es halt so gemacht, ich habe mich gerade beim Start immer versucht rauszuhalten, um keine Karambolagen oder ähnliches zu erzeugen oder drin verwickelt zu sein. Bin relativ defensiv geritten. Auch wenn man da mal spielt, so wie ich jetzt in dem Video am Anfang, ist es nicht unbedingt ein Problem, noch eine Runde zu gewinnen. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Qualität und auf das Können der anderen Spieler an. Ihr seht jetzt hier beispielsweise, dass der Spieler mich jetzt hier abschießen will, das aber nicht schafft. Dadurch verliert er wirklich unendlich viel Zeit. Die meisten Spieler lassen sich hier wirklich zu sehr auf Schießereien ein oder versuchen den anderen Spieler vom Pferd zu treten oder ähnliches. Wenn ihr wirklich straight eure Runden macht und euch auf die Strecken konzentriert, euch die Route einprägt, denke ich, werdet ihr innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Ja, aus meiner Sicht wesentlich einfacher als die Schießereien. Also wenn ihr hier heiß auf die Trophy seid, würde ich euch definitiv mal die Pferderennen empfehlen. Probiert das Ganze einfach mal aus, checkt das mal aus. Es gibt verschiedene Pferderennen, verschiedene Strecken, verschiedene Routen. Vielleicht liegt euch die eine oder andere besser. Ja, also ihr seht, dass man wirklich auch als nicht geübter Online-Zocker hier definitiv mal das ein oder andere Rennen gewinnen kann. Ihr müsst natürlich ein bisschen am Ball bleiben, ein bisschen üben. Aber aus meiner Sicht gar kein Problem. Ja, nachdem ich mich hier auf die Pferderennen konzentriert habe, habe ich innerhalb weniger Stunden die Trophy erspielt. Vielleicht ist das Ganze hier für euch interessant. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem kleinen Guide ein bisschen weiterhelfen. Macht's gut, tschüss!